Herzlich willkommen hier zur weiteren Marsch. Wir werden heute weiterhin Getreide abfahren. Ich habe den Bruder mal aufgerichtet. Ich weiß gar nicht, wie er hierher gekommen ist. War ja ein bisschen mit Mühe verbunden. Gut, dass er bald nicht so dicht gewachsen ist. Weil den Weg hier war ich noch nie gewesen. Sieht ja Kiesberg aus hier. Naja, irgendwann ist soweit. Bin noch nicht so weit. Wir fahren mal zurück zur Feldnummer 25 und oben mal den restlichen Weizen ab. Das machen wir lieber gleich selber. Ich muss irgendwie hinkommen. Ey, ist ja kreuz und quer gefahren. Wie kommt der eigentlich hierher? Den habe ich jetzt gesehen auf dem Deich. Da war er auf dem anderen Ende. Also hier. Schon sehr merkwürdig. Da noch ein paar Strohballen zu fahren. Ja, das eine Feld ist fertig, dann müssen wir nachher rüberfahren oder Feld kaufen und dann sehen wir weiter. So. Wenn Hopfen soweit ist, dann können wir ein Bier erstellen. Und dann können wir unser Getreide vergolden. Eine Brauerei. Und da war schon sehnsüchtig drauf, eine Abfahrt tut. Das ist ein normaler Helfer, stimmt ja. Das heißt, die müssen wir hier auch noch selber den Drescher rausfahren, ne? Also wenn wir reinfahren, die Frucht habe ich auch nicht. Ja, die kleinen Felder ist mit Dings wahrscheinlich ungünstig. Hier mache ich wieder Gras rein, das ist das Beste. Ich habe es gemacht nur wegen der Fruchtfolge, also schön. Schon gedacht, schon ausgeruhter Boden, das möchte da riesige Erträge bringen. Ob so ist, glaube ich, ist eher hier nicht so Fall. Da ist, glaube ich, in LS nicht vorgesehen. Anhänger wird voll. Aber wir haben auch einen LKW da, also es hat nicht. Den schicken wir jetzt hin. Oder sind wir stehen? So, weiter geht's. Stehen lassen, höher laufen. Die alle sind Dürreschäden hier. Verdorrt, verfault. Ja. Trockenheit, wo Garn voll Wasser ist. Wo drinne. Müsste eigentlich mal so reagieren normalerweise.
Aber ist ja nicht voll. So. Ups. 05. Früher als 10. Ich habe mehrere lange Zeit Zeit verschissen wegen der blöden, was ich starten wollte. Und dann muss ich ein bisschen angleichen, damit es ungefähr, ja, die Nummer gleiche zeigen will, ne? So, dann schicken wir den Richtung Hof. Das machen wir jetzt auch anders. So. Hof. Fahr mal rum. Dann kann er zum Hof fahren. Ey, bist du wahnsinnig, mich umzubringen hier? So, der war ja auch voll. Dann schicken wir aus dem Hof. Aber fahren wir zur Straße. Da kommt die Brücke. Das geht schief. Also, ich könnte mal einstellen. So. Kleiner machen. Hof. Kein Start automatisch. Da nehmen wir den LKW näher, falls er sich meldet und voll ist. So. Im Gegenverkehr? Ne, noch nicht. Nicht die auf dem Feld fahren, du. So. Gut. Der ist fertig. Dann werden wir jetzt mal gucken, ob wir ein bisschen Geld kriegen. Möchte was kaufen. Hafer, ne? Brauchen wir keinen Hafer, wir brauchen Gerste. Das heißt, wir brauchen Geld. Das macht sie näher bezahlt, näher mit dem Bier. Was kostet das Feld überhaupt? Gut, gekauft. Da schicken wir jetzt in den Glas hin, ne? Die anderen beiden werden eine andere Arbeit machen, denke ich mal. Finden sich schon was. Das war der Glas. Kommen wir nicht rein. So. Auf zu Feld Nummer. Ah, hier Straße, ja. Dann fahren wir mal. So, dann gucken wir gleich nach. 54. Gut, dann nehmen wir den einen Abfahrer von den gleich nehmen. Den schicken wir auch zu 54. Und dann stellen wir entsprechend ein mit Outdrive.
Unser wunderschöner Hopfen. Ja, der wächst gut. Wird auch bald reif werden. So. Ey, war gar nicht gesehen. So, 54. Aber den fahren wir auf zur Straße. Sind wir auf der sicheren Seite. Denn wer weiß, was ich eingestellt habe. Hier vorne der Weg macht's auch. Machen wir hier. Wird schon tief gehen. Sprach's aus und ging schief. Oder sitzt ja sicherlich andersrum die Kurstreifen, also die Fahrer. Also müssen wir gucken, wie hier. Ja, klar, hier ist kein Kurs. Ausnahme noch nicht einprogrammiert. Pfeile gehen in die Richtung, ja. So, dann fährst du zu 54. Den Dünger auch wieder aufsammeln. Und wieder I gedrückt. Aber wir beide Abfahrer nehmen, glaube ich, auch nur ein. Wir starten mit einem, ne? Und dann machen wir den zweiten dazu. Wenn es nicht reichen sollte. Es wird mal eher so sein, dass wir erstmal den ersten Mal fahren lassen. Und dann lassen wir den zweiten hinterher. Können wir gleich machen. Bei der Entfernung brauchen wir einen zweiten. Ne, 44 nicht. Da ist schon fertig. Oh, Stroh haben wir auch noch da. Und ist voll. So, lassen wir hinfahren, dann können die entsprechend nachher eingeteilt werden. Jetzt machen wir mal Stroh weiter. Jetzt fällt ein. Wir müssen auch noch die eine Reihe machen, hier die Außenreihe. Ich weiß nicht, warum man das nicht gemacht hat, keine Ahnung. Machen wir das selber. So. Ich weiß nicht warum, aber ist halt so, ne? So, liebe Leute, das soll es auch für heute gewesen sein. Ich sage schon Dank fürs Reinschauen. Dann sagt mal Tschüss und winke winke. Ciao, ciao. Ja, morgen geht's weiter. Hier mit Stroh und Ernte mit Feld 54. Gerste. Ja. Ich hoffe, ich schaue wieder rein. Tschüss. Würde mich freuen. Und nochmal schönen Dank fürs Reinschauen. Tschüss.